und ein herzliches Willkommen, meine lieben Freunde, zum nächsten Part von Viviette. Und ich will erstmal noch zum. Lass mich erstmal raus. Folgt ihr uns? Nee, alles gut. Also nochmal ein herzliches Willkommen, meine lieben Freunde, zum nächsten Part von Viviette. Ich dick angezogen, weil wir haben es bei uns gefühlte minus 1000 Grad Celsius. Und ich möchte nicht schon wieder krank werden. Genau. Wenn wir schon hier draußen sind, ich will nur mal kurz einen Blick ins Inventar werfen. Genau. Wir haben das Emblem ja nochmal rausgenommen, dafür hatten wir den Maestro-Schlüssel bekommen. Plus den Eimer hatten wir auch gefunden. Ich würde vorschlagen, dass wir jetzt anfangen, uns mal vielleicht hier draußen ein bisschen umzugucken. Guck mal, kann man da vielleicht hochklettern? Diese riesige Wurzel dieser Pflanze erstreckt sich über einen Teil dieser Wand. Okay, aber wir können da nicht hochklettern. Aber vielleicht finden wir irgendwas, womit wir den Eimer auch benutzen können. Was steht denn überhaupt beim Eimer? Ein alter hölzerner Kasten, den man als Eimer benutzen kann. Trotz seines Alters hat er kein Loch. Okay. Benutzen können wir den natürlich nicht. Aha. Aha, aha, aha. Was haben wir da? Ich kann nicht bis ganz nach unten sehen, aber es scheint immer noch Wasser drin zu sein. Na, dann benutzen wir doch den Eimer, oder? Geht das? Perfekt. Du hast bekommen einen Eimer voller Wasser. Sehr schön. Und wenn mich nicht meine allgeschärften Sinne täuschen, glaube ich, dass wir drinnen noch einen Raum hatten, wo nebendran Maestro stand. Mit dem Schlüssel, den wir haben, sollten wir dann da reinkommen. Jetzt müssen wir natürlich nur noch gucken, dass wir an unserer guten Freundin da vorbeikommen, ehe uns die komplett die Kehle aufschlitzt. Steht die jetzt noch da? Alles gut? Alles gut. Tut mir leid, wenn es momentan gerade ein bisschen dunkel ist. Aber ihr kennt's ja, wenn die mich sieht, bin ich tot. Hier, der Raum. Verdammt. Es ist zu dunkel. Oh, jetzt muss ich extra das Licht anschalten. Bitte hau ab. Geht, perfekt. Sauber. Okay. Oh, die folgt uns natürlich. Ist sie wieder raus? Was haben wir denn hier liegen? Ich kann im Dunkeln nichts sehen. Och, komm jetzt. Steht die noch da unten? Diese Leute, sie wollen, dass ich meine Frau wieder zu Festen bringe. Wofür? Um mich noch einmal zu blamieren? Es ist eine Schande, wie sie den Leuten Unsinn erzählt. Sie darf das nicht... Oh. Tschüss. Wir lesen später. Haben wir hier sonst noch irgendwas? Ein blaues Buch habe ich bekommen. Was bringt das? Dieses Buch hat einen blauen Einband. Es handelt von Krustentieren wie Krebsen, Hummern und Krabben etc. Kann ich aber auch nicht benutzen. Ja gut, probieren können wir es natürlich. Eine in Stein gemeißelte menschliche Hand. Von allen Kaminen, die ich je gesehen habe, ist dieser der erste, der mich beunruhigt. Darin ist überhaupt nichts Gemütliches. Daran ist überhaupt nichts Gemütliches. Vielleicht hat Felice das Feuer entfacht. Es ist kalt hier drin. Wartet mal. Und jetzt? Das ist eine Tür. Oh mein Gott. Warte mal. Da können wir nicht rein? Da auch nicht? Hier steht aber irgendwas. Ich kann diese Inschrift nicht lesen. Unmöglich. Okay. Ganz ruhig, mein Freund. Ruhig Blut. Dutzende Kartons, die alle Flaschen mit verschiedenen Flüssigkeiten enthalten. WC1. Dutzende... Ja, dasselbe. Okay, das scheint hier unten so der Weinkeller zu sein. Weinkeller, Weinkeller. Wie kann uns das weiterhelfen? Aber hier haben wir eine Kiste, warte mal.
Eine verzierte Truhe, sie lässt sich nicht öffnen. Sie hat ein Schloss, scheinbar hat es eine fünfstellige Kommunikation. Bringt mir nichts. Brauchen wir auch irgendwie den Code? Hier gibt es dermaßen viel große Fässer, aber nichts scheint ungewöhnlich an ihnen zu sein. Kann ich... Was ist das hier? Okay, das ist wieder so eine Puppe, scheiße. Eine babyartige Puppe, die auf dem Stuhl sitzt. Oh, oh. Mann, die läuft uns aber echt die ganze Zeit nach. Sehr geehrter Herr und sehr geehrte Frau Neville. Mein tiefstes und allergrößtes Mitgefühl nach diesem jüngsten Verlust. Mein Herz trauert in diesen tragischen Zeiten um Sie. Ich befürchte, und das wissen Sie so gut wie ich, dass es äußerst schwierig für Sie sein wird, Nachkommen Ihres eigenen Blutes zu empfangen. Wie es die Prognosen unserer Studien waren, aber als inbrünstig an die Kraft unseres Herrn glauben, da dürfen sie sich nicht der Verzweiflung hingeben und ihre Mühen aufgeben. Ich bin überzeugt, dass Gott ihre Gebete erhören und ihnen einen Erfolg helfen wird. Dr. Gaston Valier. Also waren die... Habe ich das jetzt richtig verstanden? Verlust? Jüngster Verlust? Oh, eine Sammlung von Figuren mit natürlichen Motiven. Die sind wunderschön, scheinbar unberührt zum Zerfall. Okay. Einige scheinen zu fehlen. Ich frage mich, wo sie hin sind. Was ist mit dem Emblem, was wir haben? Haben wir das doch dabei noch? Ja. Nee. Das funktioniert nicht. Okay. Zeig nochmal her, was sind das für Sachen? Ein Anker, ein Steuerrad, ein Kompass. Eine Sammlung vergoldeter Figuren mit nautischen Motiven. Ich hab Angst. Ohne Scheiß. Ich würde gerne da unten rein. Oh, ist wieder so ein ziemlich großer Raum. Meine liebe Alice, ich mache mir Sorgen um Adelard. Die Feste sind mir egal. Aber nach meinem jüngsten Verlust ist es nicht einmal willens, in die Stadt zu fahren. Ist er nicht einmal willens, in die Stadt zu fahren? Er erlaubt mir auch nicht, das Boot zu benutzen. Er scheint abwesend, in seinen Gedanken über wer weiß was versunken. Tatsache ist, wenn er mich anstarrt, durchläuft mich eine Unruhe. Ich fürchte mich... Oh. Oh. Nein, 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 nein. Mann, ist das unfair. Ich war mitten am Lesen. Weg mit dir, du dumme Kuh. Licht aus. Licht aus. Verdammt. Ich muss sagen, das ist echt nicht einfach. Wir lesen nachher weiter. Vielleicht haben wir irgendwann mal die Chance dazu. Kann man die nicht irgendwo... Was ist das denn hier? Ist das ein Puppenzimmer? Da ist nichts drin. Gliedmaßen und Köpfen ist es voller... sie kommt. Die haut aber auch nicht ab, das ist das Unfaire. Haben wir irgendwas, um die abzulenken oder so? Nicht, gell? Nö. Ich würde mich gerne in Ruhe hier umgucken und das geht nicht, wenn die ganze Zeit da rumläuft. Ich hoffe, das ist hell genug für euch, wenn ich jetzt gerade ohne Lampe spiele. Sieht die das Licht, wenn ich das jetzt anmache? Ich glaube schon. Nee. Eine Dose Farbe aufgrund ihres Alters ausgetrocknet.
Geräte zur Holzbearbeitung mit. Okay. Aber nichts, was ich gebrauchen kann. Hau ab. Hau ab. Jetzt. Da unten in der Ecke könnte ich zwar nochmal nachschauen. Oh nein, wenn die jetzt hier reinkommt, habe ich geschissen. War das knapp. Raus hier, komm, raus hier. Okay. Ich hätte mich zwar noch ein bisschen besser umgucken können, aber das ist gerade momentan unmöglich. Was haben wir hier? Eine Skulptur, bla bla bla, Gesicht ausgetrocknet. Sie kommt. Da, wir sind auf der anderen Seite von der verschütteten Treppe. Verstehe. Ist das ein Kerker oder was? Oha. Okay, hier haben wir wieder einen Brief oder so. Ah, ne, wir können speichern. Auch gut. Oh. Eine Brechstange, eine blutige Brechstange. Was kann ich denn mit der machen? Gut, okay. Im Weinkeller unten könnte ich probieren, die Weinfässer damit aufzumachen. Vielleicht finde ich da was. Das ist eine Alternative, ja? Was ist das denn hier? Wertloser Schrott. Okay, wir gehen nochmal raus. Ich hoffe, wir mussten jetzt hier nichts machen. Oh, die steht immer noch da. Hat mich nicht gesehen. Da kommen wir nicht durch, oder? Da ist... Aber hier vielleicht. Nee, auch nicht. Nutzlose Dinge. Da waren wir jetzt eben gerade drinne. Ich will mal in den Weinkeller nochmal gehen. Nein. Genau. Und jetzt nochmal... Es ist zu dunkel. Nutzlos. Da ist so ein... Guck mal, hier ist... Oh Mann, schneller. Nee, nutzlos. Ich hätte jetzt gedacht, dass wir die Weinfächer aufbrechen müssen. Geht auch nicht. Obwohl sie kurz und dünn ist... Meint ihr, wir kriegen damit oben die Tür auf mit der Stange? Hier hätten wir auch noch so eine riesige Kiste. Naja, solange die da rumläuft, keine Chance. Geht auch nicht. Ist das eine Tür? Das ist keine Tür, nee. Mal ein bisschen umgucken schnell. Auch nicht. Nee, nee. Nee, nee. Komm, hier muss doch irgendwas in dem Raum sein. Schaufensterpuppen. Ja. Was stand da? Der Hals zwischen Kopf und Rumpf ist aus Edelholz. Okay, ja. Ah, wartet mal. Die Wand blättert hier ab und hat Risse. Vielleicht? Bitte. Nein. Oh, ich dachte, wir können mit dem Brecheisen vielleicht die Wand aufbrechen. Da brauchen wir fast schon einen Hammer oder sowas. Die Wand hier blättert ab und hat Risse. Hier war aber auch nichts mehr, ne? Da ist nichts drin. Nee, alles schon gesehen.
Okay, den Raum haben wir echt zu Genüge jetzt erkundet, habe ich das Gefühl. Also gehen wir raus. Da unten haben wir wirklich nur die Brechstange hergekriegt. Vielleicht. Ich glaube zwar nicht, dass wir... Nee, das geht auch nicht. Hätte jetzt gedacht, dass wir vielleicht mit der Brechstange ein bisschen die Steine aus dem Weg räumen können. Auch nicht. Ich fände es jetzt ein bisschen unlogisch, wenn wir jetzt wirklich die Brechstange brauchen, um oben diese Tür einfach aufzumachen. Die eine Tür, die verschlossen ist, in dem Hauptsaal, dass man die einfach dafür braucht. Das fände ich jetzt ein bisschen unlogisch. Also, ich frage mich, wo die ganzen Maschinen gut sind, für was die ganzen Maschinen gut sind. Ist das eine Art Kessel? Ansonsten? Hier hätten wir zwar ein Fach, aber geht nicht. Das hätte ich jetzt halt echt erwartet, ne? Dass wir mit dem Brecheisen die Fässer aufmachen müssen. Gott, zum Glück ist die jetzt gerade. Zum Glück ist die jetzt nicht hier am Rumlaufen gerade. Die ist wahrscheinlich immer noch im Weinkeller da oben sich am Besaufen. Ja, die steht da immer noch rum, okay. Ja gut, ich frage mich halt, ob jetzt wirklich ein ganz spezielles... Hier, die Kiste würde ich eigentlich gerne mal probieren aufzumachen. Aber habe ich das schon probiert? Ich habe das, glaube ich, schon probiert, oder? Ging nicht. Und ansonsten? Er kann im Dunkeln nichts sehen. Geht überall nicht. Kann ich nicht benutzen. Okay. Die ging auch nicht auf, gell? Nee. Fünfstellige Kombination. Also gut, dann gehen wir weiter. Wartet mal. Auch nicht, oder? Nee. Oh, oh, sie kommt. Wie die mir einfach nachläuft. Brechstange, Brechstange. Wofür könnten wir die Brechstange gebrauchen? Ich weiß es wirklich nicht. Blaue Buch, rote Buch, geht beides nicht. Toll, okay. Stopp, raus. Die kommt jetzt gerade da lang. Lauf! Oh, das war knapp. Okay, jetzt, ich probiere es halt trotzdem mal. Ich gehe jetzt mal zu der... Ich glaube es aber nicht. Aber wäre cool, wenn es funktionieren würde natürlich. Ja, habe ich mir gedacht. Nichts. Rein gar nichts. Ja gut, wenn wir das Emblem nicht brauchen, dann setze ich das auch kurz ein hier. Vielleicht muss es da drin sein, ne? Ich weiß zwar nicht wieso, aber vielleicht muss es da drin sein. Und die Tür ist wahrscheinlich verschlossen, nehme ich an. Gut, oben gab es ja auch ein paar Türen, wo wir nicht rein konnten. Von wegen, da ist aber ein schmales Loch oder irgend sowas, habe ich doch mal gelesen gehabt. Dann würde ich vorschlagen, gehen wir jetzt nochmal hoch erstmal. Tschüss. Vielleicht haben wir hier gerade Glück irgendwo. Gucken wir mal hier. Ne, da kommen wir rein. War hier irgendwas? Speichern können wir hier. Aber ansonsten, nee. Scheinbar von der anderen Seite verschlossen. Können wir da die Brechstange benutzen? Geht nicht. Schade. Wofür brauchen wir die Brechstange?
Verschlossen. Neben dem Schlüsselloch scheint eine Gravur des Wortes. Ja, genau, aber den Schlüssel, den haben wir halt noch nicht. Ja. Wir schauen schnell nach. Okay, meine Lieben, ich war jetzt mal so frech und habe jetzt mal wirklich nachgeschaut nochmal, wie es weitergeht. Also anscheinend ist es wirklich so, dass man ab und zu zwischen dem inneren Haus und dem Außenhof hin und her springt. Es ist jetzt schon ein paar Mal passiert, dass man draußen was machen musste. Und wir müssen tatsächlich die Brechstange draußen benutzen. Wir müssen tatsächlich draußen die Fitte damit aufbrechen. Die wir von dem Part gesehen haben, na, wie heißt es schon, wo wir am Balkon entlang geklettert sind. Genau. Irgendwo müsste jetzt nochmal so eine Hütte sein. Entweder ist die auch hier oben. Nee. Dann vielleicht auf der anderen Seite vom Haus. Halt, kommen wir auch da noch lang? Nee, auch nicht, ne? Nee. Dann einfach weiter unten vielleicht. Da ist sie, genau. Okay, weiß nicht wirklich, ob wir die gesehen hatten damals. Aber hier können wir die Brechstange benutzen. Jawoll. Ich glaube, ich hätte ewig gebraucht, bis ich da drauf gekommen wäre. Holzplanken habe ich bekommen. Die kann man nutzen, sicher, um über irgendeinen Abgrund vielleicht zu kommen. Ah, unten im Keller. Da war ja noch der Abgrund. Da können wir die vielleicht benutzen. Aber erstmal schauen wir, was da drin ist. Was haben wir hier? Scheinbar steuert diese Maschine die riesigen die riesige Radialsäge da drüben. Auf der Vorderseite befindet sich eine Öffnung. Okay, gut. Nee, geht nicht. Hätte ich jetzt gedacht. Hätte aber auch sein können. Was haben wir denn noch alles hier so schön? Was ist das denn? Nichts. Überall Blut! Eine Truhe. Sie lässt sich nicht öffnen. Und jetzt? Auch nicht. Da ist auch nichts. Sehr geehrter Herr Neville. Ich schreibe Ihnen persönlich, um Ihnen mitzuteilen, dass ich mir Sorgen um Ihren Krankheitszustand mache. Nach dem, was ich während Ihres letzten Besuches beobachtet habe, bin ich über Ihre Gesundheit besorgt. Um Diskretion zu wahren, habe ich jeglichen Kommentar in Anwesenheit Ihrer Frau vermieden. Aber bitte, ich flehe Sie an, kommen Sie mich so bald wie möglich unter vier Augen besuchen. Lassen Sie uns darüber sprechen, was Sie besorgt. Und mit Gottes ruhiger Hand werden wir durchhalten. In der Zwischenzeit rate ich Ihnen, sich auszuruhen und vor allem alkoholische Getränke zu vermeiden. Das zum Thema, ne? Aber unten der ganze Keller voll mit Wein. Ich erwarte Ihren Besuch, Dr. Gestenwiller. Okay. Dem ging es anscheinend nicht so gut. Das muss irgendwie so einem
Wir werden es noch herausfinden. Ich weiß es zwar noch nicht, aber wir werden es noch herausfinden. Sonst irgendwas noch auf dem Tisch? Nee, gell? Das war's. Konnte man hier nur rein, um... Um den Brief zu lesen anscheinend, okay. Oder ist da noch eine Tür? Nee, ist nichts mehr. Das war's. Gut, das haben wir aber die Holzbretter. Und das probiere ich jetzt, die probiere ich jetzt unten im Keller zu benutzen. Ansonsten ist hier nichts mehr, ne? Ich hoffe, wir müssen nicht nochmal raus oder so. Ich hoffe es. Also. Let's go. Ist die hier? Nee. Im Keller unten können wir auch noch speichern. Ist die hier? Auch nicht. Ist die hier? Wo ist denn die? Kann mir eigentlich egal sein, ohne Scheiß. Ah, die ist sicher noch im Weinkeller wieder. Wow! Ich weiß jetzt halt nicht, ob ich, wenn ich da runterfalle, sterbe oder in den Raum reinkomme. Steht da was? Ich kann die Inschrift nicht lesen, unmöglich. Ich will es nicht riskieren, ganz ehrlich, Leute, sorry. Erstmal vorher speichern, dann würde ich das riskieren. Die ist sicher hier, oder? Auch nicht. Okay. Und hier? Auch nicht. Jetzt können wir aber nochmal in Ruhe den Brief hier lesen. Meine liebe Alice, ich mache mir Sorgen um Alderaad oder Adarald. Die Feste sind mir egal, aber nach meinem jüngsten Verlust ist er nicht einmal willens, in die Stadt zu fahren. Er erlaubt mir auch nicht, das Boot zu benutzen. Er scheint abwesend, in seinen Gedanken über wer weiß was versunken. Tatsache ist, wenn er mich anstarrt, durchläuft mich eine Unruhe. Ich fürchte mich. Fürchte mich sogar davor, dass er diesen Brief entdecken wird. Ich habe Angst, Alice. Und bin mir sehr beunruhigt über Adarlands Geisteszustand. Wann und wo können wir uns treffen? Es muss im Geheimen sein. Bitte gib deinen Brief an Fabios Sohn und beschwöre ihn unter der dritten Latte des Stegs zu verstecken. Die dritte Latte des Stegs. Da können wir dann nochmal. Okay, da könnten wir mal gucken, ob da noch irgendwas drin ist. Draußen am Steg demnach. Aber erstmal, oh bitte, bitte, bitte funktioniert das. Nicht dein Ernst, jetzt steht die da. Okay. Okay, cool. Aber es hat auf jeden Fall funktioniert. Und trotz alledem, meine lieben Freunde, muss ich jetzt an der Stelle langsam abspeichern und den Part beenden. Wir sind schon bei 28, 27 Minuten angekommen. Wenn es euch gefallen hat, natürlich wie immer, bewertet das Video positiv und ich hoffe, ihr seid morgen Abend auch um 18 Uhr wieder am Start. Und ansonsten würde ich sagen, haltet die Ohren steif, euer Nia und ciao.